Haben wir eigentlich die Ja, na klar haben wir die Gurke bekommen. Damit haben wir im Gadget-Laden diese urskrasse LSD-Vision gehabt. Hallo, Apotheker. Lang nicht gesehen. Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Noch so eine Gurke, bitte. Das geht nicht. Zum einen wurde die Zucht wegen einiger Vorfälle angestellt. Lähmung, Hautreizung, spontane Genmutationen. Zum anderen gibt es nur ein Exemplar pro Kunde. Mist, Menno. Die war nämlich echt gut. Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Wir sehen uns. Sprich nur. Mir vielleicht noch so. Nee. Vielleicht können wir dem da irgendwas geben. Ich will diese Medikamente hier reklamieren. Darf ich mal tasten? Nein, das stammt nicht von mir. Auch wenn es offenbar viele psychoaktive Substanzen enthält. Okay. Die Pillen. Ich will diese Medikamente hier reklamieren. Darf ich mal tasten? Stammen die etwa aus meiner Abfalltonne? Hast du etwa die Biohazard-Warnschilder nicht gesehen? Gesehen schon. Abgekriegt? Nein. Mein kleiner Poldi ist krank. Er braucht dringend verschreibungspflichtige Medikamente, die sich auch zur biologischen Kriegsführung eignen. Darf ich mal tasten? Oh je, das sieht tatsächlich nicht gut aus. Ich muss Ihren Poldi umgehend in Quarantäne stecken und die Seuchenschutzbehörde alarmieren. Kommt ja gar nicht in Frage. Poldi bleibt bei mir. Vielleicht den Fisch. Mein kleiner Poldi ist krank. Er braucht dringend... Darf ich... Oh je, das sieht tatsächlich nicht gut aus. Ich muss Ihrem Poldi umgehend in... Poldi bleibt... Verzeih. Mein kleiner Poldi braucht... Oh ja, sie... Ich muss Ihrem... Poldi... Den Eimer. Haben Sie zufällig Interesse an überteuertem medizinischem Equipment? Darf ich mal tasten? Was ist das denn? Schleppen Sie diesen Müll etwa die ganze Zeit mit sich rum? Natürlich nicht. Mein Assistent tut das. Hallo? Lustig. Haben Sie zufällig... Was ist... Schleppen Sie diesen... Mein Assistent... Hallo? Mann, hier ein Glas Wasser. Ich will diese Medikamente hier reklamieren. Darf ich mal tasten? Nein, das stammt nicht von mir. Auch wenn es offenbar... Haben Sie zufällig... Was? Schleppen Sie diese... Mein Assistent. Hallo? Ja, ist ja gut. Ich kann's in der Fieber haben. Habe hier ein Rezept von meinem Arzt. Er hat mir leckere Superdroren mit coolen Nebenwirkungen verschrieben. Das ist kein Rezept. Es ist nicht in Blindenschrift geschrieben. Wie soll ich denn so wissen, welches überteuerte Markenplacebo ich Ihnen unterjubeln soll? Aber vielleicht das lustige Limited Lied. Ich habe hier ein Rezept von meinem Arzt. Er hat mir leckere Superdroren mit coolen Nebenwirkungen verschrieben. Das ist kein... Es ist nicht im Blick. Wie soll ich denn so wissen, welches über... Vielleicht... Ich habe gerade eine vortreffliche Idee. Stimmt das zum Marktplatz zurück? Das ist der Weg. Das hat ja vorhin schon mal geklappt, als wir auf Toilette waren. Vielleicht klappt's ja wieder. Weiß er nicht. Nein, nie wieder. Nie wieder. Tja, Gulliver. Ah, du schon wieder. Willst du jetzt endlich was bestellen? Liebend gerne. Ich hätte dir ein... Schieß los! Das war's fürs Video. Das haben wir alles irgendwann schon mal gehört. Ich komm wieder. Hallo, Nord. Hi. Ah, was gibt es?
Rate mal, wer jetzt Mitglied ist. Prima. Endlich jemand, der das Deck schrubben kann. Das ist wirklich überfällig, nachdem wir fast eine Woche in der Weißen Bucht geankert haben. Die Weiße Bucht? Seltsamer Name. Wieso? Es gibt sehr viele Möwen. Ja. Spielst du auch dieses Schnicken? Klar. Ich komme. Was auch. Wir bräuchten jetzt mal irgendwas, das wir dem alten Apotheker unterjubeln können. Ich bleibe lieber bei meinem alten Jingle. Ich bleibe lieber bei meinem... Die Idee war bereits... Ich muss meine... Ich will eine... Oder wofür? Ich will nicht, dass es noch... Es kleben... Ja, das ist alles Teil des Plans. Ja. Sie ist süß. Sie passt zu mir. Warum steht eigentlich in Knall... Wie... Oder Rat... Das kann ich auch ohne Eimer... Ich mag das. Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen. Ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie einfacher hinbekomme, aber ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Da steht, es gibt nur eines dieser Art pro Generation. Ich hätte schon fast alle Komponenten... Warum steht eigentlich in Kneipe wie oder Ratten? Was muss ich dann jetzt eigentlich tun, um diesen dämlichen Fisch von dem Angler zu bekommen? Die will ich nicht. Das sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Wal. Vielleicht machen wir jetzt hier ein paar... Ich hab eine Idee. Er will seine Ruhe. Die kann er haben. Huhu noch? Na Herr, wo ist denn jetzt die... Ich wollte ihn gerne... Dann mach das. Ich bin schon da. Schön. Und jetzt... Ja. Tut mir leid, dass ich jetzt nochmal alles so schnell übersprungen habe, aber ich habe vergessen, dass ich hier mit dem Rasiermesserfisch ansprechen muss. Schau mal her. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Oh yeah. Was zum... Hast du den etwa gefangen? Na sonst. Sieht so aus, was? Beim Klabautermann. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Wie ist das nur möglich bei deinem Mangel an Anglerglück? Was ist dein Anglergeheimnis? Ich benutze einen Spezialköder. I got a feeling. Ha, jetzt behauptet er auch noch, er habe einen Ködersinn. Und irgendwo mit hast du am Ende... Willst du mich nicht, wenn du... Naja, falls jetzt übrigens erstmals zuschaut und das Ganze vorher nicht verfolgt hat... Mein super Spezialköder. Ich werde es einfach so ziemlich... Wenn du irgendwann ansonsten... Kusch. Ich jetzt hier alles komplett überspringe, aber ich habe das gefühlt schon 12 Millionen Mal gehört. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Na, der springt mir nicht zurück. Ha, hab ich ihn. Bravo, Herr Kollege. Und jetzt gib mir den Köder. Naja. Ich weiß nicht. Es ist ein ganz schön mickriger Fisch. Und ein ganz schön großer Köder. Aber na gut. Wollen wir mal nicht so sein. Okay, jetzt habe ich einen Tigerfisch. Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Ich kann ihn immer noch einwickeln, wenn er schlimmer müffelt als meine restlichen Sachen. Käme wohl auf einen Versuch an. Hier passiert gar nichts. Wir müssen zurück zu Doc. Voilà, ein Zebrafisch. Ich wollte den Bus kurz ummalen, aber deswegen bin ich eigentlich nicht hergekommen. Das kam mir so zufällig in den Sinn. Frankenfisch mit Ei. Okay. Hier ein Elektroden, ein bisschen Elektrizität. Und dann lebt er wieder. Aber natürlich. Ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Rufus,
Was tust du denn da draußen? Hör sofort auf damit! Energiefluss sprengt die Skala! Der Raum beginnt sich bereits zu krümmen! Einen Moment noch! Komm schon, Fischbert! Lebe! Lebe! Ich hab's geschafft! Er lebt! Ach, darum, Frankenfisch! Rufus, verdammt! Ja, doch! Was auch immer das war, es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen Zombie-Dasein haben. Zebrafisch mit Ei, ab ins Wasser, lass mit dir. Halte durch, Frankenfisch! Oder... Ich pack den am besten bei Paps ins Aquarium und so. Was zappelt da denn so? Oh, oh. Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Ja? Auf nach Bellevue. Das Zappeln hat aufgehört. Das heißt dann wohl, ich hatte mal ein cooles Zombie-Haustier. Okay. Das muss nicht umgefüllt werden. Wenn ich es aus seiner Verpackung nehme, verliert es die Hälfte seines Werts. Vielleicht könnte ich ja einfach mit dem Eimer ein bisschen Wasser aus dem Goldfischglas ziehen. Finger weg von den Zierfischen. Ach, Menno. Oder auch nicht. Zu spät. Er ist schon tot. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass ich das genau so machen muss. Wo komme ich denn jetzt am besten an Wasser ran? Versuchen wir es nochmal. Natürlich! Ich könnte dir endlich... Rufus, hör auf Energie der Raum! Nein, komm schon! Ich überspringe mal ein bisschen hier und so. Ja, Was auch immer das war, es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, sonst wird er nicht lange... Ja, halte durch, Wasser. Frankenfisch! Was zappelt? Oh, oh. Jetzt sollte ich aber zusehen... Halte durch, Frankenfisch. Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hin. Okay, es scheint wohl zu klappen. Halte durch, Frankenfisch. Ich muss ihn irgendwo hin. Hey, das ging noch besser als erwartet. Rufus, was tust du? Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich muss ein Fischleben retten. Es war ein kurzes, aber ein erfülltes Leben. Du nichtsnutziger Idiot! Entferne dieses Monster aus meinem Aquarium! Aber sofort! Ja. Check! Komm zu Papa. Das war einfacher als gedacht. Muss ich nur noch versuchen... Au! Au! Anstatt diese dumme Hake einfach wegzunehmen. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Und so. Ja, super Flusen, alter Glatzmatz. Stör mich nicht, ich hab gleich Feierabend.
Ja, ich habe das Gefühl, dass ich dich irgendwie davon abhalten muss. Stör mich nicht! Ich hab gleich Feierabend! Jetzt nein, Staubsauger. Stör mich nicht! Ich hab gleich Feierabend! Oder auch nicht. Ein Eimer. Stör mich nicht! Ich hab gleich Feierabend! Mann! Ich habe eine Idee, was ich hiermit machen könnte, mit diesem komischen Erdei. So ist es ja nicht. Aber wie zum Geier kriege ich die Hake da? Verdammte Todesfalle! Verdammte Todesfalle! Wie kriege ich das Ding da weg? Mit dem Notenblatt. Ich wusste es. Oder auch nicht. Au! Was mache ich denn zuerst? Die Welt retten? Den Hirnschaden meiner Freundin reparieren? Ach nein, ich weiß. Ich schaue mir diesen Eimer an. Schön! Oh yeah. Ich kann mir auch einfach den Eimer auf den Kopf setzen. Dann kriege ich wenigstens das Ding nicht mehr ins Gesicht. Au! Das kann ich auch ohne Eimer transportieren. Ich mag das Gefühl, wenn es lose in der Hose hin und her klötert. Zum Beispiel. Ich will nicht, dass es noch mehr verfusselt. Es kleben schon genug Flusen aus meinem Mantel dran. Ach, die Fiebel. Au. Herrlich. Okay. Ab zu den Docks. Nein, ab zum Hafen. Los, Wasserschnabeltier! Aquaknarre! Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Und so. Schon irgendwie drollig. Wasserschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Jetzt haben wir... Nur noch dieses... Au! Ah. Oh! Aua! Ich muss über irgendwas gestolpert sein. Hey! Das war ja der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Hier habe ich ihn also verloren. Ja. Ich werde ihn gleich mal einsetzen. Ich probiere einfach mal irgendwas aus. Dann habe ich nämlich den Saftpressenhut mit dem Au. Verdammt, das ist gar nicht so einfach, wenn man seine Hände nicht sieht. Au! Verdammt, das ist gar nicht so... Ein Saftpressenhut, damit sehe ich wie ein Wohlwähriger. Au! Verdammt, das ist gar nicht so einfach, wenn man seine Hände nicht sieht. Vielleicht... Das sollte ich den zuerst aufsetzen? Ach, das ist doch längst ein alt... Ach, das ist doch längst ein alter... Ich will den aber haben. Ein Saftpressenhut. Damit sehe ich bestimmt, wie ein Wohl wäre. Ach, das ist doch längst ein alter Hut. Habe ich was zu meinen Krümmen dabei? Nein. Was zum Schreddern vielleicht? Vielleicht. Ich würde diesen Schredder ja schon gerne ausprobieren, aber nicht mit meinen eigenen Sachen. Zu dumm, dass die Dinge automatisch mir gehören, sobald ich sie mitgenommen habe. Aber so ist nun mal die Rechtslage. Darüber steht nichts in diesem Buch. Es geht einzig und allein um Schnabeltiere. Schon eigentlich. Darüber steht nichts in diesem Buch. Es geht... Ich bleibe lieber bei meinem alten Jingle. Okay. Ich bleibe lieber bei meinem... Hier gibt's ja auch, glaube ich, nichts, was mich noch interessieren könnte.
Aber ich habe das Gefühl, dass ich diesen Bananenentkrümmer vielleicht noch brauchen könnte. Mit diesem Gerät lassen sich ausschließlich Bananen entkrümmen, was ja bereits nützlich genug ist. Oh ja. Das habe ich nur verloren. Hä? Wo ist denn mein Bruder? So dumm. Hier war ich auch schon. Tja, der ist auch schon lange her. Kann ich vielleicht jetzt eigentlich ich mit will ihr... Ich die beiden nicht stören. Moment mal, was rede ich denn da? Hallo, Rufus ist wieder da. Verdammt, irgendwie hören die mich gar nicht. Was die wohl machen? Ich sollte gehen. Laut Lieferschein ist da ein Ersatz-Airbag für Kanalgondeln in der Kiste. Und ich kann ja nichts mitnehmen. Absolut nichts mitnehmen. Ich kann ja die Fluse in die Farbe tunken. Dann schon eher schwarz. Mit so aufgeklebten und vielleicht ein. Okay. Dann schon eher schwarz. So und vielleicht. Ich dachte, ich könnte vielleicht das Papier kurz nass machen und. Es ist Zeit für ein weiteres brillantes Manöver. Plus minus 10 Minuten. Ja. Die Tiefkühltruhe werde ich brauchen, wenn ich später das Ei und die Erde habe. Ich bin mir ganz sicher, dass ich dafür brauchen werde. Ob da wohl drauf ist? Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Ich habe doch keine Wurmlöcher. Was denkst du von mir, Doc? Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Okay. Erstmal sehen wir es. Mit den Verzweiflungstaten warte ich lieber bis zur letzten Sekunde. Dann wirken sie einfach besser. Das ist durchaus möglich. Ich kann mir den Zucker ja karamellisieren lassen. Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den wenn du nicht. Mecker, mecker, meck. Mecker, mecker, mecker. Nee. Darum habe ich ja jetzt nichts mehr zu tun. Die Arena ist auch zu. Ich habe nur ein Goal heldenhaft besiegt und so. Meine Güte. Ich habe ja auch nichts Neues dabei. Ich bin ja gerade ernsthaft so ein bisschen überfragt. Mal wieder.